Canto Migrando, eine Symphonie auf die Migration. Auf der einen Seite steht einer der bekanntesten deutschen Jazzgeiger, auf der anderen Münchner Hauptschüler mit Migrationshintergrund. Verschiedener könnten beide auf den ersten Blick nicht sein und doch verbindet sie einiges. Es ist vor allem eine Lebenseinstellung basierend auf der Vielfalt der Kulturen und eine Hymne, die Hymne der Migration, Canto Migrando. Es ist eine Suite für großes, ungewöhnlich besetztes Orchester. Und ungewöhnlich ist das Orchester in vielerlei Hinsicht. Hannes Beckmann unterrichtet an der Hochschule für Musik in München. Hier wird die Elite der Hochkultur ausgebildet. Hier wird die Tradition gepflegt. Doch der Jazzgeiger hat auch ein anderes Projekt, das unterschiedliche Welten zusammenbringt. Der Jazz und auch die Weltmusik, die Frage ist, ob das überhaupt getrennt voneinander zu sehen ist, ist natürlich die Musikform, die sich einfach super dafür eignet. Verschiedene Einflüsse, also aus dem Orient, aus dem Westen, aus Afrika, miteinander zu verschmelzen und das so zu Gehör zu bringen, dass jeder, auch der auf der Straße, das versteht, was hier musikalisch abläuft. Vor 10 Jahren begann Beckmann ein Stück zu komponieren, das heute als Suite für großes Jazzorchester gespielt wird. Im Münchner Bahnhofsviertel, wo er seit fast 40 Jahren wohnt. Hier trommelten Tunesier in der Kneipe und das hörte ich in die Wohnung rauf und das war unter anderem ein Anlass für mich, diesen Rhythmus mal herzunehmen und Musik darüber zu schreiben und so entstand das musikalische Spiegelbild der Landwehrstraße. An der Hauptschule in der Cincinnati-Straße treffen sich in der Zwischenzeit seine Kollegen. Wir wärmen uns erstmal auf für den Hannes, wenn der dann nachher kommt. Achtung, wir fangen. Der kommt gleich. So, Achtung, 1, 2, 3, 4. Die Kinder vom Münchner Stadtrand sind, wie bei allen in ihrem Alter typisch, von Popkultur geprägt. Selber höre ich so Hip-Hop-Rap, zurzeit David Guetta. Und deine Eltern, was hörst du da? Meine Eltern hören halt türkische Musik. Ich höre eher so ganz andere Musik, wie von Katy Perry oder so Ray Cyrus oder Selena Gomez und so, ja, Culture Candela, so, ja, die halt so angesagt sind im Moment. Und mein Vater, ich glaube, der ist irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, der hört so 80er-Jahre-Musik oder so, was ich gar nicht haben kann. Viele hier haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Für sie ist es nicht selbstverständlich, Teil eines Hochkulturprojekts zu sein. Also die Frage ist ja nicht, welche Rolle sollte die migrantische Kultur haben, sondern welche Rolle hat sie in Deutschland? Es ist ja eine Tatsache. Wir haben 19 oder 20% Bundesbürger mit migrantischem Hintergrund und die Kultur ist hier. Und das gehört genauso zum kulturellen Bild Deutschlands wie Bach. Oder Goethe. Fertig. Ja. Canto Migrando heißt Beckmanns Projekt. Mit ihm bekommen die Hauptschüler eine seltene Chance der Anerkennung. Als Musiker in einem der großen Konzertsäle der Stadt. Unsere Eltern waren halt alle auch dabei. Sie haben sich auch gefreut, mal für die auch mal was Neues. Mal weg vom Alltag. Es hat halt Spaß gemacht und die Leute dort waren auch großzügig. Wir müssten halt unsere Eltern nicht zahlen. Es war schon toll dort. So etwas würde ich halt gerne nochmals wiederholen. Und das kann er. Bald spielen sie wieder, und zwar im Bahnhofsviertel. Canto Migrando, Lied der Migration. Leider sind Migranten mit ihren kulturellen Wurzeln immer noch Ausnahme in der deutschen Hochkultur. Das ist immer die Frage, was ist denn Hochkultur? Für mich ist Canto Migrando Hochkultur.
natürlich. Was soll da weniger Hochkultur drin sein als bei dem Repertoire, was meine Kollegen von den Münchner Philharmonikern spielen? Und deshalb zitiert Professor Beckmann auch gerne einen Musiker aus Louis Armstrongs Band. They called it jazz. We called it music.